Lana Beniko. Der Zorn des Imperators. Schön, euch wiederzusehen. Gibt es etwas Neues von eurem Namensvetter? Nichts hat sich verändert, wenn es das ist, was euch beschäftigt. Ganz schön verschlossen. Ich dachte, ihr würdet Lana mehr verraten, nach allem, was sie für euer Imperium geopfert hat. Hallo, Theron. Ist das ein gutes Hallo oder ein schlechtes? Abgesehen von Lana kann ich das bei euch imperialen Typen nie richtig einschätzen. Seid dankbar, dass ich mit euch zusammenarbeite und belasst es dabei. Also, ein gutes Hallo. Verstanden. Wenn wir hier erfolgreich sein wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Ich würde vorschlagen, wir feinden uns nicht auch noch untereinander an. Ja, meinetwegen. Nun, im Geiste der Zusammenarbeit mache ich mich mal ans Werk. Die Revaniter sind hier, auf Rishi. Deshalb haben wir euch unter einem Vorwand hierher gelockt. Sie dürfen nicht wissen, dass wir ihnen auf die Schliche gekommen sind. Wir müssen den Verbündeten der Revaniter, Nova Blade, das Leben schwer machen. Ich weiß, dass Nova Blade in der Räuberbucht das Sagen hat, aber inwiefern hilft die Gruppe den Revanitern? Wir haben herausgefunden, dass Revanita-Agenten im Imperium und der Republik Nova Blade Informationen über Schiffsaktivitäten haben zukommen lassen. Anschließend benutzt Nova Blade diese Informationen, um Militärpatrouillen und wichtige Handelsrouten auf beiden Seiten zu überfallen. Im Prinzip ziehen sie die Hyperraumrouten neu. Wir sollten den Revan-Orden direkt angreifen. Wenn wir wüssten, wo genau sie sich auf diesem Planeten befinden, würden wir das auch tun. Ich gebe es nur ungern zu, aber ich habe es nicht mal ansatzweise geschafft, die Computer von Nova Blade zu hacken. Zuerst muss das Sicherheitssystem ausgeschaltet werden. Wir dürfen keinerlei Verdacht erwecken, dass unser Angriff mit den Aktivitäten der Revanita zusammenhängt. Wenn ich Nova Blade als ein angebliches Mitglied der heulenden Furien angreife, erregt das keinen Verdacht. Ja, genau. Stört ihre Operationen, erregt ihre Aufmerksamkeit, tretet wie eine echte Piratin auf und geht ihnen dann an die Kehle. Wir haben eine zuverlässige Quelle, die herausgefunden hat, dass die Nova Blade Basis, ein abgestürztes Schiff namens Aggressor, ihre gesamten Sicherheitsvorkehrungen enthält. Das ist unser letztes Ziel. Was ist der erste Schritt? Das ist die richtige Einstellung. Wir positionieren euch in Reichweite des ersten Nova Blade Ziels. Dort wartet unser Informant. Es ist wirklich schön, euch wiederzusehen. Ich habe mich sehr lange versteckt gehalten. Es ist schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Viel Glück da draußen. Ja, möge die Macht euch stets dienen. Sie sind es. Sie sind es wirklich. Ich traue meinen optischen Schaltkreisen nicht. Ich hatte so ein Gefühl, dass Lana und Theron euch beide meinten, als sie sagten, dass sie Hilfe haben. Ein mieses Gefühl. Ich möchte bemerken, dass man sich mit den Bewohnern dieses Planeten besser nicht anlegen sollte. Vor allem Nova Blade ist eine sehr mächtige und gut organisierte Gruppe. Deswegen werden wir sie entmachten und desorganisieren, indem wir von Jakarus Schiff aus auf die von ihnen ausgewählten Ziele feuern. Mit dem Schiff könnten wir auch ihr gesamtes Lager zerstören. Damit man ihnen diese Taten zuschreibt, müssen sie dabei gesehen werden, wie sie ihre Ressourcen markieren. Ich würde Ihnen ja Glück wünschen, aber das brauchen Sie sicher nicht. Wir bleiben in Verbindung. Es ist wie in einem Kriegsgebiet, Kommodore. Wir werden alles verlieren, wenn wir das Sklavenlager nicht sofort evakuieren. Wir ziehen uns nicht zurück, nur weil irgendwelche Emporkömmlinge der Meinung sind, es mit uns aufnehmen zu können. Reißt euch am Riemen, seid ein Nova Blade und schaltet alle aus, die uns Ärger machen. Aber, Kommodore Margok... Ihr habt ihn gehört. Schaltet alle aus, die euch Ärger machen. Oder versucht es wenigstens. Ich habe ein Dutzend Konkurrenten erledigt, um diesen Posten zu bekommen. Glaubt nicht, dass ich Angst vor euch habe. Der Auftrag ist erledigt. Ausgezeichnet. Aber das war nur der erste Schritt. Jemand namens Margok führt die Nova Blade-Einheiten an.
Er wird uns näher an die Revanita heranbringen. Ja, das wird er. Aber er hat sich in seinem Hauptquartier verschanzt. Wir müssen bei seinen Unternehmungen Chaos stiften, um seine Truppen zu zerstreuen. Ich habe Gespräche über ein Sklavenlager abgefangen. Ja, eigentlich eine Sklaveninsel. Ich habe gehört, wie einer ihrer Lieutenants davon sprach. Im Grunde wird jeder in der Räuberbucht, der Novablade nicht einen Anteil seines Einkommens abgibt, weggesperrt. Manche müssen zum Beispiel in Minen gefährliche und schwere Arbeiten verrichten. Die meisten werden aber als Sklaven an Besucher von anderen Welten verkauft. Eine lukrative Einkommensquelle für Novablade. Wenn ich also wie beim Versorgungslager diese Ressourcen zerstöre, haben sie nichts mehr. Wow, also wenn ihr damit vorschlagen wollt, was ich denke? Wir können diese Sklaven zu unserem Vorteil nutzen. Sie sind auch Feinde von Novablade und lebendig viel wertvoller für uns. Ihr müsst mit einer der Novablade-Frachtlieferungen hineinkommen. Ich bin sicher, die Insel wird schwer bewacht, also lasst euch nicht umbringen. Ich glaube, Theron möchte damit sagen, dass er um eure Sicherheit besorgt ist. Und ich bin es auch. Möge die Macht euch gut dienen. Jacaro, ich habe Fracht für dich. Hier C2D4. Wir haben Ihre Koordinaten und sind auf dem Weg. Ich schiffe nun schon seit 2 Jahren jeden Tag Exonium für Novablade. Das alles, weil ich Ihnen mickrige 3000 schulde. Und ich bin nicht der Einzige. Erzählt eure rührselige Geschichte jemandem, den es interessiert. Ich will kein Mitleid. Ich will euch nur wissen lassen, dass niemand von uns Margok und seine Crew ausstehen kann. Selbst an diesem Ort hört man so manche Dinge. Über eure Bande und wie ihr Novablade das Leben schwer macht. Wir wollen dazugehören. Ihr wollt für mich arbeiten? Hey, wir haben so einiges drauf. Ich sag euch was. Sprecht mit einem meiner Freunde in der Räuberbucht. Harlow Riggs. Kontaktiert Riggs von Zeit zu Zeit und sagt ihm, was wir für euch tun sollen. Und wir tun es. Ganz einfach. Wenn ihr Margok erwischt, dann verpasst ihm eine von mir, okay? Ich würde sagen, Novablade ist ausreichend abgelenkt, oder nicht? Das wäre eine Untertreibung. Theron überwacht die Kommunikation. Ihr habt für einige Aufregungen gesorgt. Wollt ihr eine Belohnung? Hier, seht euch das an. Gerade erst aufgezeichnet. Sie jagen meine Vorräte in die Luft, meine Fußsoldaten. Sie nehmen mir meine Arbeiter. Was wollen eure Leute dagegen unternehmen? Das scheint euer Problem zu sein, nicht unseres. Wie wäre es, wenn ich es zu eurem persönlichen Problem mache? Gebt mir Revan! Ich will mit Revan sprechen! Nein, das glaube ich kaum. Gebt mir sofort Revan oder Novablade hört auf, den galaktischen Raumverkehr umzuleiten! Das ist nicht verhandelbar. Revan. Kommodorin Margok, droht ihr etwa damit, die Bedingungen unserer Abmachung zu ändern? Ich habe euch bezahlt, damit ihr einen Auftrag erledigt. Und das habt ihr zufriedenstellend getan. Aber nun ist es vorbei. Ich habe für Novablade keine Verwendung mehr. Hey, ich weiß, dass die Flamme und ihr Clan von Mandalorianern uns im Stich gelassen haben. Aber Novablade hat immer noch viel zu bieten. Nicht, wenn ihr unter eurem eigenen Dach keine Ordnung halten könnt. Setzt diesem störenden Emporkömmling ein Ende und ich erwäge es, unsere Allianz wieder aufzunehmen. Ihr habt es geschafft. Sie haben die Hosen voll.
Natürlich. Hattet ihr mit einem anderen Ergebnis gerechnet? Schätze, es war dumm von mir, das in Frage zu stellen, was? Nova Blade steht immer noch eine beeindruckende Liste der härtesten Kriminellen zur Verfügung. Und die Aggressor ist immer noch schwer befestigt. Die Aggressor dient ihnen als Hauptquartier. Ihr habt sie gesehen. Ein abgestürztes Schiff, das Margok in eine Festung verwandelt hat. Ohne die richtigen Sicherheitscodes kommt man nicht hinein. Das wird kein Problem für mich sein. Wir werden Jacaro trotzdem anweisen, euch zu helfen. Zumindest wird es ihn davon abhalten, die vier weiter auseinanderzunehmen. Theron? Endlich drin. Gute Arbeit. Und jetzt schauen wir mal, wo Margok all seine Geheimnisse versteckt. Ihr elendes, nichtsnutziges Piratenpack. Das war's, Margok. Nova Blade ist am Ende, genau wie ihr. Meine Vorfahren haben die Räuberbucht gegründet. Das ist meine Insel. Ich werde sie niemals aufgeben. Also kommt her und tut, was ihr wollt. Lebendig werdet ihr diesen Ort nicht mehr verlassen. Sie haben Hacker da drin, die sich rund um die Uhr um die Netzwerksicherheit kümmern. Ich kann erst etwas machen, wenn sie offline sind. Ich kümmere mich darum. Da habe ich keinen Zweifel. Das ist mein Schiff. Glaubt ihr, dass ihr so einfach eindringen könnt und lebendig wieder herauskommt? Verschwindet von meinem Schiff! Das Ende nach! Könnt ihr mich hören? Klar und deutlich. Ich bin drin. Habe vollen Zugriff. Das ist die Art von Vorteil, den wir alleine nicht hätten aufbauen können. Diesen Vorteil dürfen wir nicht mehr aus der Hand geben. Wenn die Revanita mit Nova Blade fertig sind, wie es Revan angedeutet hat, gehen sie sicher zum nächsten Schritt ihres Plans über. Jetzt, wo Margok tot ist, gibt es ein Machtvakuum in der Räuberbucht. Entweder erholt sich Nova Blade oder eine andere Gruppe greift nach der Macht. Wobei das nicht unsere Sorge sein sollte. Manchmal hat Lana ein Herz aus Stein, aber ja, die Räuberbucht soll sich selbst um ihre Probleme kümmern. Während sich Theron die Daten besorgt, solltet ihr euch auf den Weg zurück zur Räuberbucht machen. Bis dahin hat er hoffentlich etwas gefunden. Was wissen wir über die Aggressor? Ziemlich wenig, fürchte ich. Irgendjemand hat sich als letzten Ausweg die Mühe gemacht, große Teile der Daten zu beschädigen. Die reinste Katastrophe. Wir finden Bruchstücke, aber nichts Zusammenhängendes. Das Einzige, was immer wieder auftaucht, ist die bereits von Margok erwähnte Mandalorianerin, die Flamme genannt wird. Was ist mit ihr? Nun, wie es scheint, hielten die Flamme und Margok früher mal zusammen wie Pech und Schwefel. Aber dann ist irgendwas passiert. Es hatte etwas mit den Revanitern zu tun. Ich kenne die Einzelheiten nicht, aber es sieht so aus, als hätte die Flamme ihren gesamten Clan auf eine andere Insel hier auf Rishi verlegt. Ich habe die Koordinaten. Jacaro macht dein Schiff bereit. Ich werde mir anhören, was diese Flamme dazu zu sagen hat. Ich schicke Jacaro auf einen Spähflug. Ich habe mit den Einheimischen Vereinbarungen bezüglich eures Transports getroffen, falls er nicht rechtzeitig zurück ist. Wow, ihr habt mehr getan, als ich gedacht hätte. Beschafft so viele Informationen wie möglich von den Mandalorianern. Mit etwas Glück führen sie uns zu den Revanitern. Mein alter Freund Sauron, es ist mir eine Freude, euch unversehrt zu sehen. Darth Vovron, das ist unerwartet. Nun, was wäre das Leben ohne Überraschungen? Es gibt Dinge, die ich gerne persönlich mit euch besprechen würde. Und rein zufällig bin ich gerade in der Nähe des Rishi-Systems. Vielleicht können wir uns ja treffen. Eine kleine Pause vor Blutvergießen und der Zerstörung genießen? Ihr seid weder mein Freund noch mein Verbündeter. Baras ist Geschichte und unser Pakt beendet. Welchen Nutzen solltet ihr mir noch bringen?
Ihr verletzt mich, Zorn. Aber ich habe schon Schlimmeres überlebt. Wir können viel voneinander lernen. Wissen austauschen, das viel schwerer wiegt als der Krieg oder die Revanita. Und es kann einige Zeit verstreichen, bevor sich diese Gelegenheit erneut bietet. Ich werde bei diesen Koordinaten so lange auf euch warten, wie es mir möglich ist. Aber ich werde doch nicht ewig verweilen. Guten Tag. Zorn, das erklärt vieles. Diener 1? Ihr hättet die Optikons nicht zerstören sollen. Die Droiden existieren, damit wir euch kennen. Ihr existiert, um unserem Meister zu dienen. Die Droiden haben von einem Ritual gesprochen. Sie haben gesagt, dass alle Sterne sterben werden, wenn er zurückkehrt. Die Aussprüche der Optikons müssen mit Vorsicht gedeutet werden. Das ist unsere Aufgabe, nicht eure. Ihr seid ein Instrument des Willens unseres Meisters. Vielleicht habt ihr schon zu viel Zeit damit verbracht, auf den Flotten und für den Rat der Sith zu dienen. Erst Illum, dann Makeb und so geht es immer weiter. Was keine Bedrohung für den Imperator darstellt, hat euch nicht zu kümmern. Wir fürchten, dass ihr das vergessen habt. Ich habe nichts vergessen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Gut, dies ist ein kritischer Moment der Geschichte. Vertraut darauf, dass ihr über wichtige Dinge in Kenntnis gesetzt werdet. Also, wie ich hörte, wollte euch Darth Vothron hier treffen. Er hat Verbrechen gegen die Hand begangen. Welche Art von Verbrechen? Er wollte unsere Geheimnisse erfahren und hat einen Diener befragt. Wir glauben, dass er zu den nicht kartografierten Sternen im Rishimes unterwegs ist. Hat er euch kontaktiert? Wenn er diese Welt erst kürzlich verlassen hat, könnten wir ihn vielleicht noch finden. Vovron war derjenige, der mir von den Droiden erzählt hat. Er muss gewusst haben, dass sie der Hand gehörten. Ich werde mich selbst um sein Ableben kümmern. Die Jagd kann viel Zeit in Anspruch nehmen und ihr werdet bald gebraucht. Andere werden sich um seine Bestrafung kümmern. Wir verlangen nicht, dass ihr euer Schwert ruhen lasst und die Ruhe in eurer Festung genießt. Eure Klinge darf nicht stumpf werden. Vertraut darauf, dass alle Fragen bald beantwortet werden. Der Imperator kehrt zurück und wir werden seine Flamme nähren. Ich lasse mich nicht bevormunden und ich bin niemandes Sklavin. Ich werde unsere Vereinbarung überdenken, Diener. Wenn euer Meister meine Hilfe braucht, soll er persönlich mit mir sprechen. Ihr habt einen schlimmen Fehler gemacht. Nein, den Fehler habt ihr gemacht.